Sehr geehrte Damen und Herren, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier in der Designhalle zur Eröffnung des Designmonats 2012. Achso, ich bin drin. Der Designmonat geht in die vierte Runde. Er versteht sich als Bündelung von designrelevanten Veranstaltungen in der gesamten Steiermark mit einer Konzentration auf Graz. Und Designer und Kreative haben hier die Möglichkeit, sich einen Monat lang ganz intensiv dem Thema zu widmen, beziehungsweise ihre Produkte, Projekte zu präsentieren. Graz ist seit einem Jahr City of Design, die Internationalisierung, die Vernetzung schreitet voran. Dem haben wir auch Rechnung getragen, das heißt, wir haben ein Kuratorenteam das erste Mal zum vierten Designmonat eingeladen, um Designveranstaltungen, eingereichte Projekte zu filtern und zu kuratieren. An dieser Stelle danke ich besonders Michael Thompson aus London, er ist der Design Manager, Severin Fielek von Design Austria, Heimo Lerker und Marion Wicher aus dem City of Design Board. Designhalle nennen wir diese Lagerhalle, die uns vom Citypark großzügigerweise für dieses Jahr als zentraler Austragungsort zur Verfügung gestellt wurde. Ganz besonders möchte ich mich dabei bei Christina Bockmeier und Waldemar Zelinka bedanken. Er ist der Geschäftsführer des Cityparks und ich bitte ihn nun kurz zu mir um ein Statement als Hausherr gewissermaßen. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier in einer Halle, die ein Glücksfall für uns ist. Als Nachbarn, die Halle gehört uns nicht, als Citypark. Wir haben sie zur Verfügung gestellt bekommen und es hat sich wirklich toll getroffen, dass wir eigentlich über drei verschiedene Wege eigentlich hier zusammengekommen sind und man sieht, was man daraus machen kann. Design und Handel, eigentlich eine Geschichte, die aus unserer Sicht sehr, sehr gut zusammenpasst. Ja? Denn es ist ein bisschen so, diese Henne-Ei-Diskussion, was ist zuerst, was braucht, wer braucht wen, braucht Handel Design, braucht Design Handel. Und ich denke, beide brauchen sich gegenseitig. Und in diesem Sinne glaube ich, dass wir hier in dieser Nachbarschaft eine wunderbare Symbiose machen können. Und ich freue mich auf ein sehr intensives und spannendes Monat und wünsche uns viel Glück und Erfolg dabei. Danke. Vielen Dank. Als Kreative müssen halt schauen, und es ist auch unser Auftrag gewesen, in dieser Weise neue Flächen zu schaffen und neue Räumlichkeiten aufzumachen. Denn ich halte es sehr eng mit einem Satz von Werner Berg, dem großen Kärntner Maler, der gesagt hat, das Ungeheure begreift nicht der Sichere. Und es ist aber unsere Aufgabe, sozusagen Flächen und Räume zu schaffen, damit die Kunst das Ungeheure in irgendeiner Form begreifbar macht. Das Ungeheure werden wir heute auch noch weiter betrachten und vor allem hören können. Denn Hermes Fritz tritt dann auch im Anschluss an die Ausstellungseröffnungen mit seiner Band Graffeder auf. Vielen Dank. Und die extraordinary